Und damit heiße ich euch zurück. Moin, meine Lieben hier draußen. Moin da draußen, mein Gott. Jetzt habe ich meine Begrüßung vergessen. Willkommen bei einer neuen Folge von Assassin's Creed Odyssey. Ich habe vorhin, wollte ich hier speichern und ich habe natürlich bemerkt, dass ich mal wieder in keinem guten Gebiet bin und muss daher eine, also in Anführungsstrichen muss, ich möchte auch eine weitere Folge aufnehmen. Damit kann ich natürlich dann wieder die Aufnahme testen, so ein bisschen. Ich habe jetzt keine Einstellung geändert. Und, wir schauen erstmal auf die Map. Wo haben wir jetzt eigentlich große Aufträge? Das haben wir gemacht. Da wollte ich noch hin. Genau, der unentdeckte Ort da oben. Dann müssen wir erstmal hier hoch. Und einmal darüber. Das sieht einfach so geil aus, hier die Ecke. Sieht einfach so geil aus. Den Einkauf, den ich gemacht hatte, damit ich überhaupt das Spiel hier spielen kann, hat sich wahrlich gelohnt. Der hat sich wirklich, wirklich, wirklich bezahlt gemacht. Das war es mir absolut wert, das Geld zu finanzieren. Das war ordentlich was, aber es war absolut wert. So, Kleptos Ausguck oder so hieß das jetzt. Ich habe da jetzt gar nicht nachgelesen. Banditenführer töten, einen Schatz plündern, alles klar. Ja. So. So. Gut, oh. Kann ich erstmal hier so. Komm, wir bleiben erstmal hier. So, da ist schon mal einer. Da ist einer. Das ist ein Steinbock. Da ist noch einer. Da unten ist noch einer. Okay, wir fliegen einmal rum. Das sieht auch so geil aus, vor allem hier in die Ecke da unten. Vor allem mit der kleinen Insel hier, finde ich richtig geil. Schiff. Piraten in die, lol, das Ding hat auch noch Beute. Boah, Alter, hier gibt es ja Beute ohne Ende. Da ist der Schatz im Haus drin, okay. So, ja, alles klar. Da sind ja dann nur 4 Gegner. Das ist ja easy. Das sollte ich ja hinbekommen. Genau. Gut, dann würde ich sagen, so, das muss jetzt einfach mit dabei sein, das Öl. Warte mal, ich will mal ganz kurz was nachgucken. Ich habe jetzt gerade mal nachgedacht. Wie viel fehlt uns noch? Uns fehlt nicht mehr viel. Also was haben wir denn hier für neue Ausrüstung und sowas? Wir haben eine neue schwere Klinge. Naja, gut, kann man benutzen, muss man jetzt nicht. Ich bin jetzt kein Fan von großen Klingen. Bögen. Alter, wir haben sogar schon 7er Bogen. Ernsthaft? Ich will ja auf einen von diesen Banditenbogen oder Schlangenbogen. Attentäterschaden oder Kriegerschaden? Der hat genau die gleichen Eigenschaften. Der macht nur ein bisschen mehr Jägerschaden, okay. Aber wir brauchen, ohne Scheiß, wir brauchen was, was Kriegerschaden gibt, aber nicht so viel Attentäterschaden abzieht. Das würde ich sogar noch akzeptieren. Bisschen mehr Jägerschaden, aber es ist halt ein bisschen wenig Kriegerschaden nur. Das ist so ein bisschen schade. Wir schauen mal, was haben wir denn hier so Schönes? Nein. Eindeutig nein. Wir können auch das hier nehmen. Ah nein. Bleiben bei dem hier. Ich weiß nicht, wie die Werte hier, wenn man jetzt überall gleich Schaden machen würde, wäre der wirklich dann so hoch und sowas, weißt du? Klingt jetzt blöd, die Frage ist aber so. So, das können wir auf jeden Fall schon mal rauf machen. Ich gehe einfach mal vom Attentäterschaden runter. Weil ich sowieso zu kacke bin, um als Attentäter durchzugehen. So, wie sieht es hiermit aus? Der macht eigentlich das Gleiche. Dieser Lederschuh wurde in Athen gefertigt und sich schnell an Beliebtheit erfreut. Achso, ja, gut. Ich sag mal so, das sieht auch ein bisschen besser aus als das hier. Aber wenn alles gleich bleibt, dann nehmen wir doch mal die, ne? So.
Fuck. Oh oh. Komm her. Fick dich. Na komm. Fick dich. Friss das Schwert, friss das Schwert. Du sollst das Schwert fressen, danke. Gut. So, das wollen wir machen, ne? Ganz normal. Haben ein bisschen was bekommen. Hä, da unten ist ein... Da unten ist ein Schatz. Wie da unten ist ein Schatz. Wow. Wie da unten? Was zum... Ich dachte, der Schatz wäre hier oben irgendwie in diesem Haus drin. Müssen wir hier gucken gehen hier. Jetzt bin ich ein bisschen baff. Oder dachte ich hier so schön, weißt du, einfach mal hier die vier Kollegen eben mal zum Einschlafen bringen, weil... Nein! Ich wollte doch noch ganz drauf. Ich wollte doch noch ganz drauf. Oh. Oh, endlich mal eine, die nicht die einzelnen Klippen nimmt. Hier ist ein Schatz. Aber was ist jetzt da unten? Ich weiß nicht, ob ich irgendwie den Sprung mit einer Rolle später mal so ab, ja, so ein bisschen sanfter gestalten kann. So, aufheben, alles klar. Ich hätte auch die Seilrutsche benutzen können. Aber naja, wir sind cool, wir springen. Und wir sind lebensmüde, aber das ist eine andere Sache. Okay, jetzt schauen wir mal ganz kurz nach, wie... So, erstmal hier runterklettern. Das finde ich nämlich sehr interessant. Du kannst hier überall klettern. Du siehst nur nicht wo. Da kann man das alt eventuell mit den Spieleinstellungen machen. Weil ich hatte es ja so eingestellt, dass man sich die Sachen selber suchen muss. Dass das nicht alles frei ist. Grab der Verehrer. Alter. Bitte was? Ich gehe da einfach so rein und plötzlich geht da so eine Falle zu. Was zum Fick? Okay, alles klar. Ein Haifischzahn? Ah, da drauf darf man nicht stehen bleiben. Alles klar. Na gut. Wer dann? Das Ding müsste schneller reagieren. Das hätte man beispielsweise so machen können. Wäre jetzt so mein Plan. Ich versuche mal so ein bisschen daran zu gehen. Dass man beispielsweise, wenn man drauf geht, dass das Ding direkt hochgeht. Was ist denn hier gerade dran langgetrabt? So. Und dass man, um halt durchzukommen oder drüber zu kommen, dass man hier beispielsweise so einen Stein oder einen Stein rausziehen muss, dass die dann halt da drauf fallen oder so. Das wäre cool. Aber dann würde man das Grab ja zerstören. Das wäre beispielsweise cool gemacht, dass man einen Stein rauszieht und dass man nur eine bestimmte Zeit hat, um die Scheiße zu looten. Und wenn dann halt die Zeit vorbei ist, dann ist halt der Loot auch nicht mehr zu bekommen. Das wäre cool. Das wäre cool. Aber, naja. Die Gegend wird gut bewacht. Hä? Es ist keiner neu gespawnt. Wir sind ja nicht bei Far Cry 2. Okay. Wir schauen mal auf die Karte. Wir haben hier theoretisch jetzt die Halbinsel komplett geklärt. Und haben jetzt hier die Möglichkeit, die beiden Sachen noch zu machen.
Ich bin aber beim ersten Inventar, wir haben ja neue Sachen bekommen. Wir haben schon wieder was? Ach ja, stimmt, wir haben ja diesen selbstgemachten Speer bekommen. Ist aber nicht so gut. Alter, wie viele Münzen wir schon haben, was? Was ist das denn? Reichtum des Bruders? Ist das ein echter Glücksfall, dass die pompösen Brüder ihren Reichtum nach Kefalenia mitbrachten? Also zumindest für dich. Das sind Questgegenstände, okay. Ja, dann. Sind das hier die maximalen Anzahlen an Dokumenten? Kann ich mir vorstellen, dass die beiden von Kefalenia sind, die vielleicht hier von der Nebeninsel, die noch da ist? Ja. Inventartechnisch sollten wir vielleicht mal was verkaufen. Da werden wir uns dann auch mal in die Stadt begeben. Aber zuerst... Tatsache, das Ding ist schlechter. Aber hat den gleichen Namen. Ah, okay. Ist egal, die Codierung ist überlastet, alles klar. Gut, dann werde ich die Einstellung halt noch weiter runterschrauben. Ah, Mann. Geht ja gar nicht. Ach, das Ding haben wir neu bekommen. Kriegerschaden, also macht theoretisch keinen... Was sieht denn schön... Das sieht schöner aus. Obwohl... So ein Rock. Geht auch, wo? Wir bleiben mal dabei, das sieht ein bisschen bombös aus, so. Musst du dich mit abfinden, Frau. Gut. Dann würde ich sagen... Ich habe eigentlich keinen Bock, wieder auf der Statue zu spawnen, aber wir müssen das wohl machen. Weil irgendwie muss man ja so ein bisschen Zeit rausholen hier. So. Weil irgendwie müssen wir jetzt Zeit rausholen, sonst wird das nichts. Ey, das ist zum Kotzen. Du machst eine halbe Stunde Aufnahme, da kommt nichts, weißt du. Und in der nächsten kommt das gleich die ganze Zeit mit der scheiß Codierung. Das gibt's doch nicht. Ist das alles Kacke hier? Mann. Ich will hier nichts von Grafik oder so runterstellen. Es sieht einfach zu gut aus. So, Frau. Was? Was? Alles klar, okay. Okay. Das hab ich nicht gewusst. Ich hab einfach C gedrückt, um runterzuklettern. Und hab dann einfach aus Versehen so in Gedanken nochmal C gedrückt. Alles klar, okay. Wir haben wieder was dazu gelernt. Wir können also doch diese Sprünge machen wie in den vorherigen Teilen. Alles klar. Ja, da war die Codierung wieder. Okay. Alles klar. Voilà, falsch. Map. Ich wollte auf die Map. So, wir können uns jetzt aussuchen. Machen wir das hier oder machen wir das hier? Wir sind nämlich... Wir haben kaum XP bekommen. Fällt mir gerade auf bei dem letzten Kampf mit den vier Gegnern. Sprich mit Markus oder... Hungrige Götter. Wir machen mal das hier mit den hungrigen Göttern. Bei der Höhle. Da hinten, da gehen wir mal eben hin. Da reiten wir jetzt auch nicht. Und das machen wir zu Fuß. Wir müssen da schließlich auch mal ein bisschen laufen, ne? So, na komm. Das mit dem Sprung ist aber jetzt doch sehr gut. Dass ich das durch blödes Ausprobieren einfach mal hinbekommen habe. Denn, was sind das für Kollegen? Ja, da ist ja Markus. Markus. Ah, die Mission. An der sind wir mal vorbeigelatscht in der zweiten Folge, glaube ich. Du siehst nicht gut aus. Ich muss sie verärgert haben. Die Götter. Das klingt nicht gut. Kann sein. Man sagt, sie wären sehr nachtragend. Früher betete ich in der Drogarati-Höhle zu Hermes. Das sind die Götter auch, weißt du? In der Höhle? Sie erfüllen Wünsche, wenn man ihnen etwas bringt. Also bringen alle Opfer hin und bitten im Gegenzug um etwas. Oh,
Doch meine Wünsche wurden nie erfüllt. Und nun gehen mir Geld und Opfergaben aus. Ich bin selber arm, weißt du? Ich habe etwas falsch gemacht. Du kennst Hermes. Er kann ein Schelm sein. Oh, es gibt viele Götter in der Höhle. Alle erbitten etwas anderes. Geh und höre sie selbst an. Ich gebe dir mein letztes Opfer, wenn du es tust. Ich muss wissen, ob sie echt sind. Ja, ich gehe auf jeden Fall rein, also... Ja, mit den Göttern habe ich noch ein bisschen was zu klären. Nun gut, keine Sorge. Ich gehe. Oh, danke. Und denk dran, pass auf, wo du hintrittst, Söldnerin. Du wandelst dort auf heiligem Boden. Das werden wir noch sehen. Weißt du, ich habe Schuhe an. So, als erstes machen wir hier mal eine Fackel an. Das zweite, was wir machen, ist erstmal looten. Kennt mich ja mittlerweile, ne? Höhle oder irgendwo Loot, dann wird gelootet. Vor allem in Höhlen, da wird gelootet. Da oben ist noch was. Mein Gott, immer die falsche Taste. So. Hallo? Wir lassen den erstmal noch ein bisschen ruhig, gucken wir erstmal hier rum. Jemand hat hier Opfer abgelegt. Tatsache. Sieht aus, als hätten sie sie hinter die Statue bringen wollen. Mach ruhig weiter. Oh, jetzt sieht es. Vielleicht ein Riss in der Wand? Okay, wir verfolgen die Scheiße mal. Hinter Efeu versteckt. Ich lasse mich lieber nicht sehen. Da! Wieder hoch. Ich habe halt mehr Steine gesammelt, als ich andere Sachen habe. Ernsthaft. Oh, leck mich doch. Das gibt's doch nicht. Dankeschön. Er wollte nicht in Ruhe sterben. Nein! Ach, weißt du was? Das war schlecht. Das war absolut blamierend. Wie viele? Kann ich eigentlich auch Icarus rufen? Nein. Kommt einer gucken? Das wäre echt schön. Sieht man ja nicht. Ach, Quatsch. Ich hätte die Leiche vielleicht ein bisschen entsorgen sollen. Schnell weg da. Ich guck mal, was da passiert ist. Ich würde sagen, das war kein Anfänger. Würde ich auch sehen. So sehen. Wir sind Level 5. Sie muss hier sein. Findet sie. Ja.
Das war ein Söldner. Jede Wette. Es sind aber viele Frauen unter den Kriegern, wo? Hier ist nichts. Keiner darf entkommen, ist das klar? Kommt nicht weit. Das muss ich echt sagen. Es sind sehr, sehr viele Frauen. Alter. Nicht mal eine Spur? Nichts zu sehen. Sucht weiter. Augen auf und Mund zu. Jetzt stirbst du! Nein! Da konnte ich mit... Alter! Fick dich! Da konnte ich nicht mehr rechtzeitig ausweichen. Oh, Geschnetzeltes gibt's heute. So. Lol. Ich will dich auf... Natürlich, Banditen. Die Leute hätten merken müssen, dass etwas faul ist. Und hier ist ihre Beute. Okay. Dann würde ich sagen, gucken wir uns die Beute mal an. Oh. Der war wohl auch mal neugierig. Oh. Schick, schick, meine Lieben. Schick, schick. Drogarati Tropfsteinhöhle abgeschlossen. Lol. Den Eingang habe ich gar nicht bemerkt. So, aufheben also. Warte, ich kann ja mal gucken, was auf der anderen Seite von der Höhle ist. Nachdem ich den Stein hier mitgenommen habe, natürlich. Obsidianglas. Wie selten ist denn bitte Obsidianglas? Warte mal. Ich mal eben nachschauen. Obsidianglas. Dieses seltene vulkanische Mineral wird zur Verbesserung von Ausrüstung verwendet. Du findest es bei Anführungen in Staatstruhen und in Festungen. Oder kannst es dir auch durch den Abschluss von Kriegsaufträgen und Eroberungsschlachten verdienen. Cool. So, questtechnisch haben wir ja ein Update hier, ne? Hungrige Götter. Inventar haben wir halt hier was Neues. Das mal eben hier anklicken. Ich sag mal so, Attentäterschaden, 4% Chance auf halben Schaden zu ignorieren. Den halben Schaden zu ignorieren. Kann man? Muss man jetzt nicht? Sonst noch was? Hier Schuhe haben wir neu. Sehen die scheiße aus. Und da war so wieder die Kodierung. Okay. Oh, ist das hell. Oh. Genau, erstmal Schuhe ausschütten. Nein, erstmal da hoch. So, wo bin ich denn eigentlich hier? Eieiei, sind das alles die Warengüter, die sie bekommen haben? Der heilige Scheiße, der leckt mir am Arsch. Das ist nicht gerade wenig. So, einmal auf die Map gucken, wo sind wir denn jetzt rausgekommen? Ja. Alles klar. So, wir müssen... Da müssen wir ungefähr hin. Schöner See. Gefällt mir. So, auch so einer von den Verdioten. Abitossi. Hat er so ausgesprochen, Abitossi? Da ist er. Da will ich hin. Auftrag abschließen. Und dann schauen wir mal, was wir sonst noch machen. Kehre zum Gläubigen zurück. Die hungrigen Götter. Dort sind keine Götter, nur Banditen, die den Leuten die Hoffnung und ihre Drachmen stehlen. Ich wusste es. Diebe! Wenigstens weißt du nun, dass Zeus nicht erzürnt ist. Vielleicht hat er ja Erbarmen mit dir. Ich hoffe, Zeus lässt die Banditen seinen Zorn spüren. Keine Angst, sie spürten meinen. Das sollte auch reichen.
Sehr schön. Wir haben eine neue Gravur freigeschaltet. Sehr schön. Verbrauche ich zwar nie, aber... Fick dich, Budierung. Geil, schön. Und den Stufenaufstieg hat man schön in Lex gesehen. Sehr schön. Gefällt mir nicht. Weißt du was? Ja, jetzt würde ich mal sagen... Einmal Fähigkeitspunkt. Das wollten wir, glaube ich, als nächstes machen. Jetzt habe ich kleine Schilde und richte 150% Kriegerschaden an. Das weg, warte mal. Das will ich erstmal nachsehen, wie... Okay, zerbrochen ist der nicht, aber der ist geil weggeflogen. Ich würde aber sagen, erstmal das hier, lebe weiter. Das erwärmen wir erstmal. Das mache ich erstmal auf 2. Kann ich das eigentlich irgendwie ändern? Ah, Fähigkeit entfernen, alles klar. Alter, was ist denn heute los hier mit der verfickten Kodierung. So. Wir haben einen geplünderte Opfergaben. Vertrauensselige Gläubige haben diese Wertsachen Hermes geopfert, nur damit sie vor Banditen, bestohlen wurden. Wir gehen aber mal ins Dorf zurück und verkaufen mal so ein bisschen Ramsch hier. Also manches können wir hier einfach nicht gebrauchen. Ich weiß nicht, ob wir den hier gebrauchen können. Behalte ich erstmal. Dieser große Fisch. Sind zwar 5 Fische, aber egal. Dieser große Fisch wurde erst heute in der Ägäis gefangen. Wo auch immer das ist. Aber hier kriegen wir auf jeden Fall noch ein bisschen Money raus. Vor allem hier. So, haben wir irgendwie... Ja, genau. Wir haben ja ein paar Sachen. Level 6 frei. Schwert jetzt nicht. Bogentechnisch aber. Krieger oder Attentäter Schaden, wir nehmen mal. Wir nehmen mal den. Hier haben wir halt noch nichts frei. Hier sind aber auch nicht viele Sachen. Ich weiß nicht, ob man, wenn man hier alles voll hat und man die dann nicht mehr aufheben kann. Wer weiß. Ach fuck. Falsche Taste. Im Inventar. Ich wollte mal gucken, wir haben ja hier einen Bogen Nummer 1. Was bringt der uns, wenn wir den zerlegen? Weiches Leder und Olivenholz. Gut. Kann man mal machen. Schuhe, Level 6. Haben wir Level 6er Schuhe? Nein, wir haben Level 7er. Haben wir hier was Level 6 technisches? Nein, haben wir auch nicht. Vielleicht hier? Ja, hier haben wir halt nur das oder das hier. Aber wir bleiben mal bei dem, was wir haben. Das sieht einfach besser aus. So, ich gehe mal hier nach Aussehen, nicht nach Qualität. Hier haben wir auch nichts Neues. Okay, also nichts. Alles klar. Haben wir denn schon irgendwas über den nächsten Söldner rausgefunden, der uns auf der Ecke hängt? Unentdeckt? Hä, den haben... Okay. Hier ist übrigens Kolosseum. Rang 7 Kriegsaufträge und Kopfgelder bringen 20% höhere Belohnungen ein. Alles klar. Das sieht gut aus. So, auf ins Dorf. Holen wir uns mal eben Phobos hinzu. Bewegung! Denn die Folge rennt uns langsam davon. Und die Lex. Ja, die Lex nicht, die bleiben einfach. Das kotzt auch wirklich verfickt an. Entschuldigung für die Wortwahl, tut mir leid, ich bin eigentlich so. Ich bin normalerweise beherrscht. Aber bei solchen Sachen verliere ich einfach gerne mal die Beherrschung. So. Okay. Der Händler, der Schmied war hier. Da ist er. Also in den Testaufnahmen war ich bei dem Schmied schon häufiger als hier. Weil hier waren wir nur einmal da. Ups, bin vorbeigelaufen an ihm. Insami. Minderwertige Ware wirst du hier nicht finden. Verkaufen. Was kommen? Wie teuer sind denn hier so die Sachen? Das hier. Oh, 54, alles klar. Ja, wir schauen mal nach, weil die Teile werde ich wahrscheinlich nie verwenden. Daher weiß ich nicht, ob wir die überhaupt brauchen. Hier auch beispielsweise der Bogen 77. 24, okay. Entweder 24 oder
Das hier auf jeden Fall, das können wir verkaufen. Was haben wir hier sonst noch? Kaputt. Was ist das hier? Beschädigte Haut. Kaputt. Können wir erstmal wegpacken hier. Das auch. Was ist das hier? Rohes Fleisch. Weg damit. So. Hand eines Unbekannten. Dann können wir den grüßen, aber weg damit. So, erstmal fett auf Geld gehen hier. Gerstenkörner können wir wegpacken. Hundeschädel. Ich weiß gar nicht, ob wir die Sachen überhaupt alle brauchen. Eberhauer. Komm mal weg, komm. Luchsfangzahn. Erstmal hier alles wegpacken. So. Das Einzige, was ich mal behalte, ist der Haifischzahn und halt dieser verlorene Schlüssel, weil der Haifischzahn, der Wert ist extrem. Der ist zwar echt wenig, obwohl, was weg. Die behalte ich jetzt erstmal nur als Wertanlage. So, und dann können wir mal schauen. Wie sieht es mit Kaufen aus? Wie teuer sind denn so die Sachen so auf Level 5 und so? 200 nur. Nur in Anführungsstrichen, ist halt auch eine Menge Kohle. Hier habe ich auch 200, auch zwar 500 sogar. Was haben wir hier? 700, jawohl. Kriegsschaden plus Feuerschaden, richtig geil, richtig cool. Jetzt geht mir das langsam mit der Kodierung aber echt auf den Sack. Nicht dein Ernst, Phobos-Skin episch. Ah nein. Oh mein Gott. Kaufen. Olivenholz kostet 10. Leder kostet 25. Also sind wir ungefähr bei 35. Ich rechne jetzt gerade mal durch. Wir hatten gerade einmal Olivenholz und also hier dieses Olivenholz und welches Leder bekommen für den Bogen. Und dafür haben wir dann. Und den hätten wir verkaufen können für irgendwie 25 bis 30. Wenn wir aber die einzelnen Sachen sehen hier. Das wäre kaufen, stimmt, warte mal. Kaufen können wir nichts minderbemitteltes mehr. Aber an sich, sage ich mal, wenn wir den Bogen verkaufen würden, ich weiß nicht, ob es uns weniger bringen würde. Weil an sich, ich warte mal, hier vielleicht Holz? Ja, hier brauche ich Holz. Also jetzt vom Schmied gravieren lassen. Vielleicht mache ich mich darüber mal schlau, was sich mehr lohnt. Schwert ungewöhnlich. Das Schottel. Meine Fresse, Alter. Das geht mir jetzt gerade aber übelst auf Eier mit diesen scheiß Lecks wieder. Gut. Schön, dich zu sehen. Ja, damit das mit den Lecks nicht schlimmer wird, stelle ich mich mal wieder wunderschön irgendwo hin. Beispielsweise mal, das ist ein scheiß Hintergrund. Das ist ein schöner Hintergrund, so ein bisschen. Bisschen schiffstechnisch, ne? So, guck mal. Und bei schöner Musik, sage ich einfach mal, bis zur nächsten Folge, bis zur nächsten Aufnahme. Macht es gut, Leute, und tschüss. Schnauze, ich sage hier mal eine Verabschiedung. Also macht's gut, tschüss.